Hallo und herzlich willkommen bei Frau Janik Probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich super leckere schokoladige Brownies, aber diesmal No-Bake Brownies, also nix backen, ganz wenige Zutaten, super einfach gemacht. Das Coole ist, diese Brownies sind vegan, sie sind glutenfrei und haben wenig Zucker drin, also perfekt zum Naschen, natürlich trotzdem ein Dessert, also nicht übertreiben und natürlich in Maßen genießen, so wie mit allem. Das Coole noch an dem Rezept ist, ihr habt gleich eine größere Menge und ihr könnt es in kleine Stücke schneiden und dann anschließend einfrieren und so habt ihr immer was Leckeres zum Naschen, wenn ihr aus der Schule oder aus der Arbeit kommt und Lust auf etwas Süßes habt. Auch super natürlich, wenn ihr Gäste bekommt, die sich spontan anmelden, so wisst ihr genau, ich kann ein bisschen was auftauen und habe was Leckeres zum Kaffee anzubieten. Also ein richtig cooles Rezept und wirklich super einfach gemacht. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und als allererstes beginnen wir mit dem Brownie-Teig, denn später mache ich noch eine leckere Ganache, die würde ich auf jeden Fall machen, die ist nämlich super lecker. Und dafür brauchen wir nur wenige Zutaten jetzt hier für unseren Teig, wie ihr seht, sehr überschaubar. Und als allererstes brauchen wir gemahlene Mandeln, ich habe jetzt hier die blanchierten genommen, also die ohne Schale. Und wir brauchen Kakaopulver und das Ganze gebe ich jetzt hier in meine Schüssel und das wird jetzt erstmal richtig gut zusammengemischt. So reicht das Ganze jetzt aus. Das Ganze stelle ich jetzt beiseite und jetzt geht es weiter mit den anderen Zutaten, denn dafür brauchen wir jetzt unsere Küchenmaschine. Die Zutaten, die in die Küchenmaschine kommen, das sind folgende. Und zwar habe ich hier einmal Ahornsirup. Ich finde, das passt sehr gut dazu, weil der so einen leckeren karamelligen Geschmack hat. Und außerdem ist es ein flüssiges Süßungsmittel und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Dann habe ich hier Cashews und die habe ich in Wasser eingeweicht. Die könnt ihr entweder über Nacht in Wasser einweichen lassen oder für ein paar Stunden. Aber da müsst ihr dann heißes Wasser, also kochendes Wasser nehmen und die ganzen Cashewkerne damit übergießen und dann vielleicht so ungefähr 1 bis 2 Stunden warten. Wichtig ist, dass ihr das Einweichwasser dann abschüttet, das schön nochmal durchspült mit klarem Wasser und dann die Cashews erst gebraucht. Dann zum Würzen sozusagen, für ein bisschen mehr Geschmack, nehme ich dann noch ein bisschen Tonkabohne. Wer das nicht zu Hause hat, kann zum Beispiel auch Vanille verwenden oder das Ganze auch weglassen. Und wie immer bei süßen Sachen gibt man noch eine Prise Salz hinzu, dass es den süßen Geschmack nochmal unterstreicht und das Ganze noch ein bisschen ausgleicht. Das waren die Zutaten, die kommen jetzt in meinen Mixer und das Ganze wird einfach cremig gemixt. Nach ein paar Minuten ist die Masse auch schon fertig und es soll einfach schön zusammengemixt sein und cremig. Und jetzt kann ich das Ganze zu den trockenen Zutaten hinzugeben und miteinander verrühren. Sobald ihr dann die Masse gut miteinander vermischt habt, also sie ist wirklich so ein bisschen klebrig und eher zäh und fest, dann nehmt ihr euch hier so eine Auflaufform und dann kleidet ihr die am besten mit Backpapier aus. Ich habe jetzt hier einfach eine Hälfte abgeschnitten und die hier so reingelegt, damit ich das Ganze dann viel besser rauslösen kann. Jetzt wird der Teig einfach eingefüllt und dann kommt das Ganze für ungefähr eine halbe Stunde in den Kühlschrank oder wenn ihr es ein bisschen eilig habt, dann könnt ihr es natürlich auch ins Tiefkühlfach legen. Während das Ganze jetzt kühlt und fest wird, machen wir schon mal weiter mit der Ganache, also mit dieser Schokoladenschicht, mit dem Topping. Und das ist wirklich ganz einfach gemacht und dafür braucht ihr folgende Zutaten. Und zwar habe ich jetzt hier Kokosöl geschmolzen und zwar natives Kokosöl. Das hat noch ein bisschen einen Kokosgeschmack. Wer das nicht so gerne hat, der kann auch gedämpftes Kokosöl verwenden. Das hat dann wirklich gar keinen Geschmack mehr von Kokos. Allerdings ist es dann auch nicht mehr nativ. Also das bedeutet, diese ganzen Nährstoffe, die drin sind, sind nicht mehr alle vorhanden. Aber das könnt ihr natürlich auch verwenden. Das könnt ihr mal schauen, ob ihr das im Laden findet und mal ausprobieren, was euch besser schmeckt. Aber ich finde, so stark kommt dieser Kokosgeschmack gar nicht raus. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kakao. Dafür nehme ich jetzt ganz normalen Kakaopulver, wie ich vorher auch schon benutzt habe.
Dann brauchen wir noch etwas Süße und da könnt ihr auch nochmal Ahornsirup verwenden. Meiner ist jetzt leider ausgegangen und deshalb gebe ich jetzt einfach ein bisschen Kokosblütenzucker hinzu. Das könnt ihr dann natürlich selber entscheiden, was ihr da gerne habt und welchen Zuckerersatz ihr da verwenden möchtet und natürlich auch, wie viel ihr davon verwenden möchtet. Nehmt erstmal weniger und dann schmeckt ihr einfach ab, ob es euch süß genug ist. Jetzt gebe ich noch einen Schluck Pflanzentrink hinzu. Da könnt ihr natürlich die Sorte wählen, die ihr gerne habt. Hafer, Reis, Kokos, was auch immer. Und das gebe ich dazu, damit das Ganze ein bisschen weicher ist, die Ganache, und die nicht richtig fest wird. Würde ich das nämlich nicht dazu geben, würde diese Ganache jetzt so auch funktionieren, kein Problem. Aber die würde eben fest werden. Also da könnt ihr mal ausprobieren und entscheiden, was ihr am Schluss lieber habt. Mein Brownie ist jetzt gut durchgekühlt, das Ganze konnte sich schön setzen und später kann ich das dann super aus der Form rausheben. Jetzt kann ich die Ganache darüber verteilen und dann geht das Ganze nochmal in den Kühlschrank, damit es nochmal fest wird und dann kann ich das Ganze auch schön anschneiden. So, meine Brownies sind jetzt fertig ausgekühlt. Ich habe sie jetzt hier auf ein Brettchen gelegt und aus der Form konnte ich das ganz einfach lösen mit Hilfe des Backpapiers. Dann habe ich das in kleine Stücke geschnitten und so könnt ihr das Ganze jetzt schön servieren und schon genießen. Richtig lecker, genial, super lecker. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. So sehen die Brownies jetzt also von innen aus. Super schön feucht, richtig schön lecker, richtig cremig. Schokoladig natürlich und haben auch noch ein bisschen Biss durch die Mandeln da drin. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Richtig, richtig lecker. Wie immer findet ihr die Mengenangaben auf meinem Blog froyannik.com. Schaut dort gerne vorbei. Ich freue mich immer riesig, auch wenn ihr Kommentare hinterlässt, ob es euch gelungen ist und ob es euch geschmeckt hat natürlich. Freut mich jedes Mal riesig über euer Feedback. Genauso hier auf YouTube. Und natürlich, wenn ihr es ausprobiert und ein Foto schicken möchtet, dann geht das Ganze am besten auf Instagram. Da am besten den Hashtag froyannik nutzen oder @froyannik. Und dann kann ich die Fotos nämlich sehen. Und ich freue mich jedes Mal riesig darüber. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.